pure Finsternis umgibt euch. Aber zum Glück nicht lange. Tada! Es dreht sich, wie schön. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist wieder Halloween-Zeit und da ist natürlich die Zeit gekommen für ein Halloween-Let's Play. Und ich habe mich für das Spiel Spirit Camera entschieden. Das hat, soweit ich das gesehen habe, noch kein deutscher Let's Player irgendwie versucht zu machen. Also werde ich mir das mal vornehmen. Ich habe es die letzten beiden Tage ein bisschen getestet und es dreht sich wie verrückt. Ja, das ist halt so, wenn man dann spricht und das 3DS-Mikro erfasst das, dann dreht sich halt das Spielebild. Aber starten wir erstmal. Da sieht das nicht mehr ganz so bekloppt aus. Dieses Spiel wird über Bewegungen des Nintendo 3DS-Systems gesteuert. Stelle sicher, dass du genügend Platz hast um dich herum und dass du das System fest in den Händen hältst. Tue ich, mache ich, ist kein Problem. Und da ist es nun, Spirit Camera, das verfluchte Tagebuch. Die Uhrzeit, die ihr vorhin auf dem 3DS gesehen habt, das war übrigens nicht umgestellt. Es ist wirklich gerade 1.41 Uhr mitten in der Nacht. Ich hoffe, ich rede nicht so laut, dass ich irgendwen in der Nachbarschaft störe. Aber gut, was für ein Spiel ist Spirit Camera? Ich würde mal sagen, wir lassen es einfach direkt auf uns wirken und stürzen uns in die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte, die Geschichte eines verfluchten Buches, das man das violette Tagebuch nennt. Gelingt es dir, den unheimlichen Fluch des Tagebuchs zu entrinnen? Finden wir es heraus. Und wir müssen den 3DS kurz auf eine ebene Oberfläche ablegen, damit der Gyrosensor kalibriert wird. Was zum Glück nur eine Sache von 5 Sekunden ist. Und natürlich machen wir ein neues Spiel. Beginne die Hauptgeschichte. Hinweis, deine bisherigen Speicherdaten der Hauptgeschichte werden hierbei überschrieben. Damit kann ich, denke ich, leben. Und es beginnt. Fotografiere dein Gesicht, um es im Spiel zu verwenden. Richte die Orientierungshilfen an Augen und Mund aus und drücke L oder R. Hinweis, beim Fotografieren wird immer ein Geräusch ertönen. Hurra! Das heißt, ihr seht jetzt mein Gesicht. Ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Ich komme nämlich gerade noch aus... Naja, ich war unterwegs. Und da hat es geregnet, deswegen ist meine Frisur jetzt ein bisschen stürmisch. Aber gucken wir mal. Jo. Das ist zwar nicht die beste Qualität, aber ja, das bin ich. Vielen Dank, liebes Spiel, dass du der Welt mein Gesicht zeigst. Und ja, ich hätte mich vielleicht mal rasieren können. Jetzt ist zu spät. In der Hauptgeschichte stellen das Nintendo 3DS-System die Kamera Obscura und das A-Buch das violette Tagebuch dar. Die Geschichte beginnt damit, dass du in den Besitz einer alten Kamera namens Kamera Obscura und eines kleinen Buches, dem violetten Tagebuch, kommst. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität scheinen langsam zu verschwimmen. Und es wird erstmal gespeichert, das finde ich natürlich sehr schön. Bin jetzt still. I thought it was just an urban legend. But it's true. Did you hear? It came to him. The purple diary. They say there's nothing written on the first page, but... If words appear, and you read them, his face was ripped off. No. You must not look. If you do... I've been waiting. So, dein Fortschritt in der Hauptgeschichte wird automatisch gespeichert. Du kannst durch Drücken von Start jederzeit das Pause-Menü aufrufen und zum Titelbildschirm zurückkehren.
Dabei geht jedoch dein ungespeicherter Spielfortschritt verloren. Habe ich registriert, vielen Dank. Prolog. Das violette Tagebuch. Ich habe es kürzlich in einem Päckchen erhalten, ohne einen Absender. Zuerst hielt ich es für einen Scherz. Doch als ich das Päckchen öffnete und das Tagebuch herausnahm, gab die Kamera Obscura ein seltsames Geräusch von sich. Sie schien irgendwie auf das violette Tagebuch zu reagieren. Reagieren, Mann, ist ein ganz normales Wort, lieber Nagi. Und yeah, dies ist ein Arr-Spiel. Das heißt nicht unbedingt Piratenspiel, sondern wir haben dieses violette Tagebuch hier. Und die Kamera des Nintendo 3DS-Systems reagiert auf dieses Buch. Das Päckchen enthielt auch einen Zettel, vielleicht vom Absender. Könnte eine Seite aus einem Tagebuch sein. Sie trägt den Titel Die Kamera. Die Kamera Obscura. Man sagt, diese Kamera könne das Unfassbare sichtbar machen und Dinge einfangen, die nicht von dieser Welt sind. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, erweist es sich vielleicht als nützlich, mit ihr das Tagebuch zu betrachten. Gut, dann wollen wir das mal machen. Fotografiere deine Umgebung mit der Kamera Obscura. Das heißt, ihr werdet jetzt mein wunderschönes Zimmer sehen. Ob das wunderschön ist, sei mal dahingestellt. Es ist momentan ein bisschen unordentlich. Ich hoffe nicht zu sehr. Fotografiere etwas Beliebiges in deiner Nähe. Okay, ich habe hier diesen wunderschönen Super Mario, den ich aus dem McDonald's Happy Meal habe. Den fotografieren wir. Dann, was könnte ich noch fotografieren? Genau. Wir fotografieren einfach das Spiel an sich. Spirit Camera! Etwas ist auf deinem Foto erschienen. Fotografiere das Motiv erneut. Okay. Es sieht wie eine Seite aus einem Buch aus. Hier geht die Kamera Obscura auf eine Seite. Im Tagebuch erscheint das Tagebuchsymbol. Finde die Seite, die auf dem Foto erschienen ist und betrachte sie mit der Kamera. Okay, das heißt, wir werden das Spiel erstmal zur Seite legen und die entsprechende Seite in dem Buch suchen. Was die erste Seite sein müsste. Wow, 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 was geht jetzt ab? Wir werden in das Buch hineingezogen! Und wo sind wir jetzt gelandet? Wo bin ich? Ich fühlte, wie mich das Tagebuch in sich hineinzog und nun? Nun bin ich in einem alten Haus. Betrachte deine Umgebung, indem du das Nintendo 3D-System bewegst. Ich muss auch dazu sagen, ich stehe hier die ganze Zeit. Weil es so einfacher und präziser ist, dieses Buch zu fotografieren mit der Kamera. Weil das wird später noch sehr wichtig sein, glaubt mir. Deswegen kann es auch sein, dass ich ab und zu mal leicht zittere, aber nicht unbedingt so. Ich werde schon einigermaßen versuchen, den 3DS stabil zu halten. Und da ist schon mal ein sehr unheimliches Bild. Hallo hübsche Frau, ich bin Nagi, wer sind Sie? Ist ja nicht gerade besonders interessant eingerichtet hier. Was war das? Ich sollte mich vielleicht umdrehen. Befindet sich etwas in deiner Nähe, erscheint das Suchsymbol. Suche die Ursache des Geräusches. Okay, ich werde das wahrscheinlich am Ende total bereuen, aber ich mach's trotzdem. Hallo? Eine Vase liegt zerbrochen auf dem Boden. Das muss das Geräusch gewesen sein. Ach nee, sag bloß Sherlock. Oh oh. Oh oh. Ich muss mich umdrehen, aber ich trau mich nicht, aber ich muss. Ha! Ein Geist! So
Laufen wir ihr einfach mal nach, was soll schon Schlimmes passieren? Oh Gott, die Tür geht auf. Aber es kommt niemand heraus. Wer ist da? Ist noch jemand hier? Anscheinend. Vielleicht hinter dieser Tür. Wer hat das gesagt? Die Stimme, sie schien so nah, als ob noch jemand hier wäre. Hallo? Da ist niemand? Dann vielleicht hier drüben? Ha. Jetzt muss ich mich umschauen. Ah! Oh Mann. Und schon sind wir wieder in meinem bescheidenen Wohnheim. Und ja, yeah, hier kann man meinen PC sehen. Wir sehen jetzt das Spiel im Spiel im Spiel im Spiel im Spiel. Ich gehe besser von dem Monitor weg. Ich bin wieder zurück. Was war das? Das unfassbare Ablichten. Ist es das, was die Kamera gerade getan hat? Where am I? Are you? Were you in the house? Can you hear me? If you can, look this way. Ich höre dich und ich sehe dich auch. Hallo, hübsche Dame. Sind Sie öfter hier? Wenn du mit jemandem sprechen musst, erscheint das Gesprächssymbol. Okay, dann sprechen wir einfach mal mit der netten Dame. Did you look? Did you open the door? Nein? Das ist gut. Aber was wolltest du dort? Ich weiß nicht so recht. Ich bin anscheinend hier gefangen und weiß nicht, wie ich hinauskomme. Mein Name ist Maya. I've been trapped in that house for so long. Eine sehr lange Zeit. Dann bist du aufgetaucht und nun bin ich hier. Behind that door is the woman in black. She brings people into that house, imprisons them, and takes their faces. Das klingt sehr schmerzhaft. Okay, wird erstmal gespeichert. Sehr schön. Ich hatte eine Art Vision. Ich war in einem alten Haus. Jemand sagte, ich habe so lange gewartet. Als ich wieder zu Sinn kam, war ein junges Mädchen namens Maya bei mir. Sie wurde in diesem Haus gefangen gehalten. Sie sprach von einer Frau, die dort lebt. Diese Frau in Schwarz lockt Menschen in das Haus und nimmt ihnen ihre Gesichter. Finde Maya und sprich mit ihr. Maya! Ah, da bist du. Sehr gut. I wasn't the only one. There are others inside the house. Ich war nur eine ihrer Gefangenen. Mensch, kannst du mal nicht so komplett sprechen, so komplett durchsynchronisiert und nicht immer so, mal so, es wäre mir wesentlich angenehmer. Ich weiß nicht, warum man mich entführte. Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß, dass ich Maya heiße und auch, dass dieses Haus mir Angst bereitet. Schon so lange laufe ich vor der Frau in Schwarz davon. Warst du auch in dem Haus gefangen? Wieso bist du dort gewesen? Wer sagt das? Da sagt jemand Ah! Er sagt sie sagt ah. Was ist los? Hast du das gehört? Ich habe es gelesen, nicht unbedingt gehört. Hilf mir! Ah! Das war die Stimme eines Mannes. Woher ist sie bloß gekommen? Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Hilf mir. Oh, weia. Ich finde heraus, auf welche Tagebuchseite die Kamera reagiert. Okay, dann wollen wir das mal machen. Die erste Seite ist es wahrscheinlich nicht. Die hatten wir ja schon.
Vielleicht ist es dieser nette Herr hier. Irgendwie passiert gerade nichts. Ist das Licht nicht richtig oder bin ich zu nah dran? Vielleicht ist es doch die erste Seite. Ich muss nochmal umblättern. Ich bin gerade etwas sprachlos, Leute. Welche Seite ist es denn jetzt? Die ist es nicht. Ist vielleicht nicht das Licht optimal? Ich kann das auch gerade nicht bewegen, weil diese Lampe hier, die ich hier angebracht habe, die ist kochend heiß. Versuchen wir mal, das Buch anzuheben. Vielleicht funktioniert es dann. Gut, der Typ sagt dauernd Help me, ich kann die Seite nicht scannen. Warum auch immer. Oder ist er vielleicht irgendwo in diesem Raum? Nee, da ist nur Maya. Okay, es funktioniert nicht. Warum auch immer. Das ist jetzt natürlich ein sehr schweres technisches Problem. Komm schon, funktioniere! Liebes Arr-Tagebuch. Kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Oder ist es vielleicht eine ganz andere Seite? Nee, so weit dürfte ich eigentlich noch nicht kommen. Okay, ich nehme mal kurz meine Lampe hier und ändere das. Ah! Jetzt funktioniert es. Aber ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht die Finger verkohle. Gut. Ein netter Herr hat es mir per Post geschickt? Was weiß ich? Die Stimme muss aus dem Tagebuch gekommen sein. Okay. A-Buch wurde nicht gefunden. Betrachte Seite 2 des A-Buches. Würde ich ja gerne, aber... Liebe Kamera, erkennt sie nicht. Oh oh. Ah, es funktioniert so ab und zu mal. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Er ist verschwunden. Ich höre nur sein total unangenehmes Stöhnen die ganze Zeit. Jemand ist in der Nähe. Was? Wer? Warum? Wie? Wo? Er ist hier. Wo ist er? Wo? Ah! Was machst du bei meinen DS-Spielen? Verwende die Kamera, um böse Geister zu bannen. Um einen Geist zu bannen, musst du ihn im Sucher zentrieren, der sich in der Mitte des 3D-Bildschirms befindet. Betrachte die Richtungsanzeige um den Rand des Suchers, um den Aufenthaltsort des Geistes aufzuspüren. Zentriere ihn im Sucher, sobald du ihn entdeckt hast. Wird gemacht! Wo ist er? Wir finden dich, da bist du ja. Okay. Du hast den Geist erfolgreich im Sucher zentriert. Wenn du einen Geist im Sucher hast, färbt sich der Sucher gelb. Fotografierst du nun den Geist, fügst du ihm Schaden zu. Du bist anscheinend nicht sehr kamerageil, oder? Im Kampf werden dich Geister angreifen. Um die Angriffe eines Geistes abzuwehren, fotografiere ihn. Sobald der Sucher rot aufleuchtet, dies wird als Blendchance bezeichnet. Blendenchance. Eine blendende Chance. Solltest du die Blendchance verpassen, wirst du den Angriff nicht abwehren können und Schaden erleiden. Warte also auf deine Blendchance und fotografiere dann den Geist.
Wird gemacht. Ganz ruhig. Und erwischt. Du hast den Geist während einer Blendchance fotografiert. Am Rand des Suchers befindet sich die Fokusanzeige. Behalte den Geist im Sucher, um durch Fokussierung Geistkraft aufzuladen. Je mehr Geistkraft du auflädst, desto mehr Schaden fügst du einem Geist beim Fotografieren zu. Versuche Geistkraft aufzuladen und den Geist während einer Blendchance zu fotografieren. Okay, dann... Wo bist du? Ich muss mal kurz in die andere Richtung drehen, das ist gerade ein bisschen doof hier. Und erwischt! Und jetzt! Oh nein! Ah, das war schlecht getimt! Aber du entkommst mir nicht! Und den richtigen Moment abwarten. Und hier kommt er! Huh! Er ist fort! Ist das etwa die Macht deiner Kamera? Ist er aus dem Haus entflohen, genau wie wir? Oder ist er uns etwa gefolgt? Dieser Mann war einer der Gefangenen des Tagebuchs. Jeder, der damit in Berührung kommt, findet sich in diesem Haus wieder. Verdammt dazu, umherzuirren, bis jede Erinnerung verloschen ist und... Oh, was ist das? Sieht aus wie eine Notiz. Du hast ein Stück Papier vom Boden aufgehoben. Als meine kleine Schwester verschwand, fand ich einen Strauß violetter Blumen und ein Tagebuch mit violettem Einband, genau wie in dieser urbanen Legende. Und wie in dieser Legende, so tauchte auch meine Schwester nie wieder auf. Hätte ich ihr doch nur geglaubt. Dieses Tagebuch ist die einzige Spur, die ich habe. Selbst wenn dieser Fluch wirklich existiert, welche andere Wahl bleibt mir? Ich glaube die ganze Geschichte nicht. Doch sollte auch ich verschwinden, so hoffe ich, dass jemand meine Schwester finden wird. Kaito Hasebe. Okay, dann haben wir jetzt anscheinend eine wichtige Notiz erhalten. Finde Maya. Maya, wo bist du? Ich erinnere mich an etwas, das ich im Haus gehört habe. Etwas über den Fluch des Tagebuchs. Wer ihn erleidet, wird in diesem Haus gefangen und kann der Frau in Schwarz nie wieder entfliehen. He was cursed by the diary. He was searching for his sister. And then... Oh, weia, da sind wir ja in einen schönen Schlamassel geraten. So, ich würde mal sagen, da es gespeichert hat und wir schon 23 Minuten bei der Sache sind, machen wir erstmal eine kleine Pause. Mir geht das Stehen nämlich ziemlich auf den Keks. Oh Mann. Aber ja, bisher klappt es ja ganz gut. Wir hatten ein paar kleine technische Probleme, aber nichts, was wir nicht aus der Welt schaffen könnten. Nächstes Mal geht's dann weiter mit dem verfluchten Tagebuch. Ich hoffe, ihr findet dieses neue Let's Play-Projekt ein bisschen interessant. Hab mir auf jeden Fall lange Gedanken gemacht, was ich zu Halloween Let's Playen möchte. Und naja, vielleicht gefällt es euch ja. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Nun denn, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eins kann ich schon mal sagen, dieses Spiel wird nicht besonders lange sein. Deswegen denke ich mal, dass ich es bis Halloween gebacken bekommen werde, das Spiel durchzuspielen. Nun denn, danke Leute fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's dann weitere Gruselstimmungen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann.